Anna Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Die Gegend um die Meatpacking Company ist ziemlich düster. Und das ist eine richtige Fabrik? Ja, aber ich gebe dir einen guten Rat. Iss niemals eine Martino-Salami. Warum ist die Mafia hinter deinem Manuskript her? Mein Vater war ein Trinker. Und in jeder Bar hat er die Geschichte von der Schatzkarte erzählt. Und dass seine Tochter dabei sei, sie zu entschlüsseln. Also war es nur eine Frage der Zeit, wann ihn einer beim Wort nahm, richtig? Was macht Virgil? Er ist ziemlich sauer. Er macht dich für den Verlust seines MP3-Players verantwortlich. Diese Typen waren nicht hinter mir her. Dieses Manuskript befindet sich also seit Jahren in eurem Familienbesitz, ja? Mein Vater hat es geerbt. Er hatte eine ganze Sammlung. Oh, also es gab noch mehr? Viel mehr. Also könnte in jedem ein Hinweis auf einen Schatz stecken. Ich bin mir da nicht so sicher, aber in diesem auf jeden Fall. Virgil, ich weiß, für deinen MP3-Player gibt es keinen Ersatz. Aber ich dachte, das hier könnte deinen Schmerz lindern. Hey, woher hast du das? Das gleiche Modell! Geklaut? Mit Sicherheit nicht. Ich bin Anwalt, Blödmann. Exakt. Also hast du es geklaut. Ersetzt aber nicht die Musik, oder? Ach, scheiße. Das habe ich zu Hause doch alles auf CD. Danke, George. Anna Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Die Gegend um die Meatpacking Company ist ziemlich düster. Und das ist eine richtige Fabrik? Ja, aber ich gebe dir einen guten Rat. Iss niemals eine Martino-Salami. Hey, Virgil, hast du 5 Minuten Zeit? Klar, um was geht's? Also, was ist passiert, nachdem wir uns verbarrikadiert haben? Zuerst sind sie in dein Büro gestürmt, dann haben sie alles durchsucht und am Ende kurz und klein geschlagen. Aber du hast ihnen bestimmt gezeigt, was eine Harke ist. Machst du Witze? Ich saß unterm Tisch. Oh, und dann? Demolierten sie den MP3-Player und sind raus. Puh, was für eine Story. Was ist daran so komisch, Mann? Du unterm Tisch, Virgil. Das hätte ich gern gesehen. Wenn wir Freunde bleiben sollen, hältst du jetzt besser die Klappe, George. Und wie geht's Anna Maria? Mach dir um die keine Sorgen, Mann. Sie ist an einem netten, coolen Ort. Hä? Wie meinst du das? Sie hat eine Menge durchgemacht, George. Sie brauchte eine Schulter zum Anlehnen. Hm. Und du hast zufällig gerade eine frei, stimmt's? Kennst mich doch, George. Allerdings. Virgil, ich muss im Internet etwas recherchieren. Na, dann geh online. Was hindert dich? Nach Glastonbury hat mich diese Webseite rausgeschmissen. Ausgesperrt. Glaub mir, George, ich hab schließlich im Knast gesessen. Ausgesperrt gibt's nicht. Wo ist das kleine Ding? Es muss hier irgendwo sein. Hier, George, damit müsste es gehen. Was ist das? Eine Flashcard mit ein paar extra Features von mir. Leg sie einfach in dein PDA und ruf diese Seite auf. Also, George, das hier ist mein selbstgestricktes Hackersystem. Mit Betonung auf selbstgestrickt, klar? Ich werde dir mal zeigen, wie man es benutzt, indem ich mich in den Rechner eines alten Freundes einhacke. Das bist du, zumindest für dein PDA. Das ist dein Ziel, die Datenbank, in die du rein willst. Du musst jetzt deinen Datenstrom mit dem Zielcomputer verbinden, ohne entdeckt oder unterbrochen zu werden.
Also, mein Freund wohnt auf der anderen Seite des Landes. Diese Bergkette ist im Weg. Da müssen wir drum rumkommen. Wenn wir in die Datenbank rein wollen, müssen wir durch diese Punkte durch, die Routerknoten. Die tarnen den Datenstrom deines PDAs, damit du nicht entdeckt wirst. Um den Datenstrom zu manipulieren, benutzt du Router und Refraktoren, verstanden? Du verwendest andere, weniger sichere Systeme in der Gegend. Du musst mit dem auskommen, was das Gerät jeweils vorfindet. Aber normalerweise reicht das, um reinzukommen. Das Teil hier wirkt wie ein Spiegel. Es lenkt den Strom um 90 Grad ab. Das hier knickt den Datenstrom um 45 Grad ab. Das hier sind Splitter. Die können den Datenstrom aufspalten. Da das Zielgerät aber nach einem einzigen Datenstrom sucht, musst du die einzelnen Teilströme wieder zu einem bündeln. Das machst du auch mit einem Splitter, aber umgekehrt. Nur, wenn du einen Splitter in die eine Richtung benutzt, kannst du ihn nicht mehr in die andere Richtung einsetzen. Diese Punkte sind die Bösen. Das sind Knoten, die entdecken, was du vorhast und dich aufhalten wollen. Denen musst du immer einen Schritt voraus sein. Wenn du deinen Datenstrom aus Versehen in einen davon lenkst, ist deine Verbindung tot. Ich würde dir empfehlen, deine Route gut zu planen, bevor du anfängst, die ganze Gegend mit Knoten zuzupflastern. So, jetzt guck zu, wie ich das Puzzle zusammensetze. Und schon sind wir drin. Mal sehen, was mein Freund in seiner Datenbank hat. Ah, nein! Das wollten wir nicht sehen. Was für ein widerliches Individuum. Okay, George, du bist dran.
Die Verbindung zu Baphomet beweist, dass diese Sache irgendwas mit den Templern zu tun hat. Die Templer wurden verraten und aus Habgier ermordet. Philipp der Vierte, du Miststück. Hast du für deine Sünden inzwischen büßen müssen? Sogar für das Mittelalter war Philipp der Vierte ein rücksichtsloser und selbstsüchtiger Diktator. Seine Marionette Clemens der Fünfte war kein Stück besser. Clemens der Fünfte war nur eine Marionette des Königs. Wusstest du, dass die Päpste damals dauernd von irgendwelchen aufgebrachten Bürgern angegriffen wurden? Wundert mich gar nicht. Wie Napoleon schon sagte, die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Jacques de Molay wurde vom französischen König Philipp dem Vierten hinterlistig verraten. Anna Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Ich muss mir das Manuskript näher ansehen.